Moin Rateteam, ich bin der Lukas aus Wien und ich hätte eine Frage für euch. Seit 2007 findet im Vatikan der Clericus Cup statt. Darin können teilnehmen 16 Mannschaften mit Mitgliedern aus insgesamt 60 Ländern. Die Mitglieder sind Novizen, Mönche oder Absolventen des Priesterseminars. Und bei diesen Spielen gibt es eine ganz besondere Regel. Um welche handelt es sich? Na, bei dem Torjubel darf es keinen Austausch von Zungenküssen geben. Wisst ihr das nicht? Es gibt kein Hens, es gibt kein Hensvergehen, weil die alle die Gute festhalten müssen. Das schon. Kartoffelchips. Du, vielleicht sind Köpfler verboten, oder wie heißt das? Köpfler. Köpfler ist generell blöd am Rosen. Ein Kopfball ist verboten. Du meinst Kopfsprünge, das ist beim Schwimmen. Nein, Kopfball ist verboten. Warum? Weil da oben der Heilige Geist und so wohnt. Gut, ja. Und das Man darf beim Köpfler keine Dornkrone haben, weil sonst der Ball kaputt wird. War man schon nah dran? Gar nicht, weit weg. Es gibt kein Abseits. Warum nicht? Weil es auch kein Jenseits gibt. Okay. Nicht rasseln, ja? Bitte nicht rasseln. Aber der Kollege könnte richtig liegen, weil es steht in der Bibel, Jesus stand vorn und die Jünger abseits. Ja. Der Herr möge uns verzeihen. Pass auf die Achsel auf. Super. Du, vielleicht gibt es keine Schiedsrichter, weil die streiten ja nie. Oh ja, wie? Nein, es gibt Schiedsrichter. Genau das ist es. Das ist das Lustige. Also die dürfen nicht schwarz angezogen sein, sonst werden sie verwechselt. Sonst glaubt man, die sind noch in der Uniform, also in der... Tracht. Im Arbeitsgewand. Nein, aber bei den Schiedsrichtern gibt es eine... Besondere Regel, der darf nicht katholisch sein, weil der muss ja unabhängig sein. Der darf nicht mit Katholiken haben. Genau, islamische Schiedsrichter. Der muslimische Schiedsrichter. Oder evangelische geht auch. Ja, der Schiedsrichter darf nicht, so wie er halt oft... Die sind ja oft sehr unhöflich, die Schiedsrichter, finde ich, zu den Spielern. Der Spieler... Redet ganz vernünftig, versucht Argumente vorzubringen und der Schiedsrichter macht nur okay. Und was macht der Spieler dann? So. Ja. Genau, und damit haben wir schon das erste, das ist eigentlich Kritik am Schiedsrichter. Es darf überhaupt nicht kritisiert werden. Es keine darf der Ball nicht getreten werden. Keine obszönen Gästen. Und so weiter. Pass auf, wir fragen den Lukas aus Wien und der verrät uns ganz genau, was beim vatikanischen Fußball alles anders läuft. Org. Wer seinen Emotionen zu viel Ausdruck verleiht, fliegt raus. Es ist also verboten zu meckern oder zu fluchen. Ebenfalls mit Ausschluss endet eine Anzweifelung der Entscheidungen des Schiedsrichters. Weiterhin dauern die Spiele nur 2x30 Minuten und am Sonntag finden keine Begegnungen statt. Also nur ein falsches Wort zum Schiedsrichter und du bist draußen.